Schön, wieder hier zu sein. Ich versuche gerade Jennifer Lopez, meine Damen und Herren. Join us. Thank you. Have vielen Dank. Versuche hallo, gerade, wie geht's euch? Versuche gerade nicht bewusstlos zu werden. We missed that. I know. But it was impossible. It was crazy. Ja, das war Wahnsinn. The show's crazy. Everybody looks crazy over there. Thank you. Everybody said it. Ihr beide kennt euch, ne? Ja, leider. Herr Lagerfeld? Ja, wir haben uns in New York kennengelernt. Setzt euch doch zusammen. Setzt euch doch zusammen. Entschuldige, Bülent, ich muss jetzt ganz kurz einmal... Hello. How are you? Hello. Hi, I'm Jennifer. Hi, I'm Jennifer. Ich war neulich bei meiner Chanel-Show. Da waren so viele Bodyguards, die Leute... Where do I sit? Wherever you want. Riesenfamilie hier. Wo soll ich mich hinsetzen? Da gehe ich dahin. Nein, 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 ihr sitzt da nebeneinander. Ja, wollen wir das so machen? Okay, macht das gerne. Fantastic. Super. Es gibt unglücklichere Männer als Raphael im Moment, habe ich das Gefühl. Ganz gut, muss ich sagen. Oder? Ist in Ordnung. So, wie war das vorhin Ihr Freund auf der Bühne, mit dem Sie so sehr intensiv... Ja. Ja, einer davon, ja. Nicht alle natürlich. Der mit diesem nackten Oberkörper? Yes. Ganz genau. Können wir den rausschicken vor den Düsseldorfer Landtag? Könnte der sich auch untenrum nochmal... I'm sorry. Ich dachte, das war der Ruderachter. I think nee, das war kein Ruderachter, das war Ihr Freund. I think he's working on some stuff. Nee, ich glaube, der arbeitet momentan noch ein bisschen. Hat keine Zeit. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn der eigene Freund plötzlich in der eigenen Firma ist? Wird er noch bezahlt von Ihnen oder muss er das so machen? Also das Tanzen. Ja, klar, den bezahle ich. Natürlich, er wird bezahlt. Ja, klar. Jeder, der für mich arbeitet, wird bezahlt, natürlich. Ja. Ist das angenehm, mit dem eigenen Partner zu arbeiten oder... Ja, klar, das macht viel Spaß. Sie sind ja permanent unter Beobachtung dann auch der Presse und jeder einzelne Schritt wird genau verfolgt. Und dann schaut auch wir hier auf der Couch, schauen da genau hin, wie flirten die sich jetzt an. Vergrößert das den Spaß bei der Arbeit? No, I don't love it. Nee, das finde ich gar nicht so toll. Sie waren gerade mit Karl gemeinsam in Paris. Yes. Ja. Well, I went to the show. Ganz genau, the show. Ich war bei der Fashion League, bei der Modewoche. Das war toll. Gemeinsam mit Ihrer Tochter oder haben Sie beide Kinder dabei? Sohn und Sie haben Zwillinge? Tochter und Sohn? No, no, I just took, I thought nein, it would be a good idea. Ich habe mir gedacht, es wäre eine gute Idee, meine Tochter mitzunehmen, denn die mag Mode super gerne. Sie ist 4 Jahre alt, aber sie verkleidet sich super gerne wie alle kleinen Mädchen. Deswegen habe ich mir gedacht, es wäre schön, die mitzunehmen zur schönen Chanel-Show, wo sie sich dann amüsieren kann. Und ich war schon ewig nicht mehr auf einer Modenschau. Und als ich dann da war, habe ich total vergessen, dass die Presse sich ja auf einen stürzt. Und dann habe ich gedacht, oh nein, oh Gott. Aber es war okay. Es war 25 Minuten lang so und wir haben es gut überstanden. Und ich habe sie gefragt, geht es dir gut? Und sie hat gesagt, nein, ich finde es super hier, kein Problem. Deswegen sind wir da geblieben. Und es war wirklich klasse, war toll, Karl. Herzlichen Glückwunsch. Wir können auch. Ja klar, ihr hat es gut gefallen. Ich war nur ein bisschen panisch. Herr Lagerfeld, was mich jetzt interessiert, kriegt sie Rabatt bei Ihnen? Ich glaube nicht, dass sie nach Rabatt frägt. Keine Ahnung, wissen Sie. Ich sitze nicht an der Kasse, sowas weiß ich. Jemand wie Jennifer Lopez, der schenkt man alles. Da braucht man, kriegt mehr wie Rabatt, die verdient Geschenke. Ehrlich? Ja. Vielen Dank. Silly, das ist die Chance. Wie ist das bei Ihnen, Frau Kraft? Fragen Sie nach Rabatt? Beliebte Frage bei Politikern? Nein. Nehmen Sie Rabatt, wenn Sie ihn kriegen? Wo kriegt man denn heute noch Rabatt? Oh, nee. Also selten. Ja, so, bei Rabatt freuen wir uns ja alle, das eine oder andere. Nee, ja, wenn ich jetzt ganz normal einkaufen gehe und da ist jetzt gerade irgendeine Aktionswoche und es gibt Rabatt, dann nehme ich den natürlich auch. Aber den jeder kriegt. Ja, genau. In Ordnung. Ja, das ist doch auch völlig in Ordnung. Genau. Ihre Tochter, was besorgen Sie der dann auf seiner Show? Was will die haben an Kleidung zum Beispiel? Meine Tochter trägt natürlich diese Kleidung nicht, denn die ist ja für Erwachsene. Aber sie sagt zum Beispiel, das Pinke gefällt mir. Und dann sagt sie mir, das Pinke gefällt mir auch gut. Also Pink findet sie halt super. Und sie hat eine kleine Chanel-Tasche übrigens, die habe ich ihr geschenkt. Und einen kleinen Chanel-Stift, den wir geliehen bekommen haben. Den haben wir
Den haben wir zurückgegeben, aber das macht nichts. Sie hat ihn einfach nur getragen an dem Tag, weil sie was von Chanel haben wollte. Verstehe. Sie sind von Forbes 2012 zur einflussreichsten Frau überhaupt auf der Welt gewählt worden. Macht einen das stolz? Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist schon etwas Besonderes. Das nimmt man zwar nicht zu ernst, aber gleichzeitig ist es trotzdem eine große Ehre, weil man halt hart gearbeitet hat in dem Jahr. Und das ist so eine Art Auszeichnung. Man freut sich darüber, dass die Leute das bemerkt haben. Sind Sie auch die einflussreichste Frau auf diesem Planeten bei Ihren eigenen Kindern? Ja, momentan noch. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn sie älter sind. Ich hatte auch Angst vor, wenn sie Teenager werden. Denn ich weiß noch, wie ich selber da war. Wir werden gleich ausführlicher darüber sprechen. Wir wollten gerade wetten, bevor sie sozusagen zu uns aufs Sofa kam. What the fuck? Hallo, my name is Scratcher. Let's hear your music, okay? Eins, zwei, drei und vier und 15, 74, 90, 2000 sind der Systemenbord alle ein. Mit dem Herz in der Hand und in Leidenschaft und ein, werden wir Weltmeister sein. Ole! Cindy, she will be back in a few minutes. Let's hear your music. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Thank you so much. Boca people. Vielen, vielen Dank. So, und wir verabschieden. Da sind wir. Wir verabschieden nicht nur Boca People, sondern leider auch Jennifer Lopez, die wir aber demnächst auf großer Deutschland-Tournee sehen. Ihre erste Welttournee überhaupt, das wusste ich gar nicht, konnte ich mir gar nicht vorstellen, wenn man so viele Platten verkauft hat. Wann sind Sie wieder hier? Wir sind wieder in Deutschland. Ich weiß nicht genau den Tag. Heute geht es wieder nach Madrid. Und in Deutschland kommen in einer Woche, glaube ich, sind wir wieder hier. Vier große Städte. Genau. Genau. Eine Bitte hätte ich, dieser extrem gut gebaute, ausgezogene junge Mann, können Sie den einfach zu Hause lassen? Das irritiert uns als Männer immer so. Wenn Sie alleine wiederkommen, wird uns das deutlich mehr helfen in Sachen Selbstwertgefühl, oder Raphael? Ist doch so. Ja, absolut. Ja. Aber er gehört zur Show. Ja, ja, das haben wir schon verstanden. Can you dance? Kannst du tanzen? Ja, logisch. Ja, hallo? Wir können tanzen, ne? Er kann Bauchtanz. Ja, kommt er kann zur Bauchtanz. Show. No, ja, ich habe ihn schon tanzen gesehen. Aber Sie beide zusammen, das schauen wir uns bei nächster Gelegenheit an. Jennifer Lopez, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Come to the show. Ich lerne tanzen, versprochen. Bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall.
Okay. Der hat mich drauf gerufen. Vielen Dank. Jennifer Lopez, herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung.